So, und das hier ist eine Webseite, die wir eigentlich nicht benutzen werden. Aber für die ersten Schritte, um das Ganze mal ein klein wenig zu verstehen, ist es gar nicht schlecht, damit erstmal ein paar Fingerübungen zu machen oder ein bisschen eine Idee dafür zu bekommen. Also diese Webseite, wenn man die aufruft, also hier oben ist die Adresse, das hier hinten braucht man, glaube ich, nicht. Das ist die Adresse zum Abtippen. Und ich führe jetzt schon mal, ich reloade den nochmal, denn wenn man das auf diese Webseite geht, dann dauert das erstmal, bis das alles fertig ist, da hier für diese Streamlit-App einiges geladen werden muss. Was wir jetzt hier haben, ist, hier links haben wir Code. Hier können wir einfach Code eintippen. Machen wir gleich. Hier rechts haben wir das Ergebnis des Ganzen. Und das ist dann tatsächlich eine Webseite. Also wir können auch hier nachher auf Open App klicken, da sehen wir, dass das dann in einer eigenen Webseite aufgeht. Also damit haben wir dann tatsächlich eine Web-App programmiert. Und wie gesagt, hier links machen wir Code und jetzt hat sich hier alles geladen. Das heißt, wir können hier anfangen. Ich gehe hier mal auf so ein, also hier gibt es verschiedene Optionen, wo man einfach, das sind einfach Code-Examples, Beispiele. Da gehe ich jetzt nicht drauf, weil das dauert jetzt mal ein bisschen. Ich gehe jetzt mal hier auf Empty Template. Und dann wird, was ich hier habe, hier drüben geladen. Und wie gesagt, weil es jetzt ein neues Programm ist, dauert das Ganze, bis das hier, diese App praktisch geladen ist. Das dauert nur beim ersten Mal so lang, danach nicht mehr. Auch wenn man dann öfter auf die App drauf geht, dauert es nicht mehr so lang. Aber hier wird jetzt zum ersten Mal initialisiert und deshalb muss man sich ein klein wenig gedulden. Und was man hier links schon sieht, ist, also was man braucht als Code, ist zuerst mal, dass Streamlit importiert wird, dieses Modul. Und jetzt gibt es Streamlit-Befehle und die fangen dann immer mit diesem ST an. Ja, das kennen wir schon. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel haben NumPy, S, NP, dann müssen wir mal alles mit NP anfangen lassen. Und hier haben wir jetzt das Streamlit und deshalb müssen wir es mit ST anfangen lassen. Und jetzt haben wir hier die erste Web-App. Und das erste, was wir haben, ist zum Beispiel Title. Und das wird hier drüben dargestellt. Und jetzt schreibe ich noch hier ein ST-Write, ist für, dass man es hinschreibt. I know Python. Python. Und dann klickt man auf Save. Und dann nochmal hier oben auf Always Rerun, weil das Ganze feststellt, dass das Source-File sich verändert hat. Und deshalb schreiben wir hier Rerun und dann steht es sofort hier. Das heißt, wenn ich das nächste Mal mache, st-write at least a little und dann mache ich Save, dann kommt es hier sofort. Also diese Web-App wird jetzt sofort hier aktualisiert. Jetzt wollen wir mal was ein bisschen Interessanteres machen. Und dazu gehe ich auf die Documentation von Streamlit, Docs, API Reference und suche mir hier mal zum Beispiel Input Widgets aus und mache mal so ein Dropdown-Menü. Also ich gehe hier drauf, dann copy ich das Beispiel, mache hier Paste. So einfach geht das Ganze und führe das aus. Und das war's schon. Und jetzt sollte ich mir natürlich mal angucken, was hier überhaupt Sache ist. Also Option ist, also ich schreibe hier meistens Select oder nur Self-Select. So, das ist die Variable. Und jetzt haben wir hier diese Select-Box. Und dann steht hier über diese Select-Box vor dem Komma ein erstes Argument. Also diese Select-Box, wenn wir da nochmal reingucken, die will. Ja, auf jeden Fall brauchen wir hier zwei. Also hier ist immer Label, hier wird erklärt, was Label ist. Hier ist dann Options, da wird erklärt, was Options ist und so weiter. Aber wir brauchen hier auf jeden Fall zwei Argumente. Das erste ist, was hier oben steht. How would you like to be contacted? Steht hier oben. Und dann haben wir hier eine Liste. Diese Liste ist jetzt hier in runden Klammern. Und diese Liste wird hier dann dargestellt. Kann ich hier und danach wird mit write was ausgegeben, new selected einfach nur als Text und dann cell. Cell ist diese Variable hier oben und dann wird das hier unten dargestellt. Also versuchen wir das mal selbst. Schreiben wir select 2 ist gleich st select box,
Das Schicke ist, ich kriege ja auch schon ein paar Vorschläge. Da mache ich hier die Klammer und schreibe hier hin, wie findest du Python? Fragezeichen. So, mal gucken, was passiert, wenn ich das hier aus für Save. Error. Wir brauchen noch ein weiteres Argument bei Options. Und das Argument nenne ich jetzt, diese Liste, die jetzt hier kommen muss, schreibe ich mal hin, sehr gut. Gut. Geht so. So, dann führe ich das nochmal aus. Jetzt sage ich, wie findest du Python? Sehr gut. Gut. Geht so. Kann ich jetzt auswählen. Kennt man alles so ein bisschen. Ne? Ich kann auch hier nach dem Komma einen Absatz hinmachen, damit es das muss wahrscheinlich jetzt eingerückt sein, sonst. Okay, da gibt es manchmal so kleine Scherze. Ich lasse das jetzt mal hier. Ja, Moment. So. So funktioniert es auf jeden Fall. Oder es bleibt einfach nur. Ist egal. Also, so klappt es. Ich mache das jetzt hier nochmal rein zum Testen. Jetzt kann ich hier runterschreiben. Stwrite. Und jetzt schreibe ich nur dieses Cell 2 hier rein. Cell 2. Führe es aus. Und dann ist jetzt hier drunter, was man hier eben ausgewählt hat. Und wenn ich davor noch was hinschreiben will, zum Beispiel deine Antwort, Doppelpunkt, Save. Perhaps I forgot a comma. I guess so. Save. Deine Antwort gut. Ja, und so leicht können wir so eine Selectbox machen. Wie gesagt, das ist jetzt schon eine Webseite. Also hier haben wir jetzt tatsächlich schon eine erste Webseite gemacht. Okay, schauen wir nochmal nach was anderem. Schauen wir nochmal nach Chart Elements. Matplotlib. Machen wir hier mal Copy. Paste. So, also wir sehen, wir müssen ja auch ein paar Sachen importieren. Das will ich ja gleich mal nach oben schreiben, weil Imports will ich eigentlich nicht hier unten stehen haben. Dann führe ich das Ganze mal aus, wenn wir mal gucken, was da rauskommt überhaupt. Okay, das sind diese Requirements, von denen ich vorhin gesprochen habe. Man braucht hier Requirements. Man muss sagen, dass man Matplotlib benutzt und NumPy benutzt. Hier kann man auch Requirements einfügen. Deshalb hier oben der Button, Matplotlib. Und NumPy. Save. Streamlit App. Save. No module named Matplotlib. Requirements habe ich doch drin. Successfully installed. Dann mal Pyplot. Installing. Ich benutze diese Seite hier nicht wirklich. Deshalb bin ich jetzt nicht so gut drin. Installing. Scheint ein bisschen was zu dauern. Sonst lassen wir es für den Plotten fürs Erste. Scheint was zu dauern. Gebt ihr noch ein paar Sekunden, ansonsten können wir auch schon mal gucken, können irgendwas anderes nehmen. Also es gibt auch Charts, die Teil von Streamlit sind. Das nehmen wir einfach mal so ein. Immer noch am Installing. Ich kann jetzt schon gar nicht abbrechen jetzt. Also machen wir einfach Empty Template. Okay. Noch ein empty template. Und jetzt dauert es natürlich dann links wieder, bis das alles, diese App neu geladen ist, weil diese Webseite jetzt hier eine neue App draus macht. Da brauche ich auf jeden Fall auch Pandas und NumPy.
Requirements pandas numpy. Jetzt muss ich schnell warten, bis das hier erledigt ist. Ist ja das Schöne an Videos, da kann man dann einfach vorspulen. Ich dagegen muss hier warten, kann nicht vorspulen. Booting ist gut, okay, safe. Successfully installed. Schauen wir mal. Okay, dann haben wir jetzt hier den Plot. Das Schicke an so Sachen ist, man kann hier einige Plots machen, die auch, also ich habe so Apps, da gibt es so Plots, zeige ich ja in dem Demo, wo es hier automatisch einen Haufen interaktive Sachen gibt. Also so kann man hier ein bisschen mit rumspielen, um dieses Streamlit zu machen. Wie gesagt, spiel einfach am besten selbst damit rum, hier ein paar Sachen mal ausprobieren mit dem Ganzen. Vielleicht einfach eine der bestehenden Übungen, die wir haben, mal nehmen und mit diesen bestehenden Übungen die einfach mal versuchen, hier reinzukopieren. Also man kann wirklich von aus aus dem Jupyter Notebook hier reinkopieren, einfach mal ausprobieren, inwiefern das hier mit diesem sehr einfachen Editor funktioniert. Aber nicht zu viel Zeit drauf verwenden, ist wirklich nur mal zu ein bisschen rumspielen und zu testen.